Ja, Tag. Willkommen zum ersten Video von mir zu Teamfight Tactics. Und das ist hier, wie ihr schon seht, Teamfight Tactics. Ich habe da ganz schön skurrile Items bekommen. Das Ziel natürlich hier bei mir jetzt gerade ist, das Spiel ein bisschen zu lernen. Und zu verstehen, wie ich andere Leute fertig machen kann, damit die weinen. Nein, Quatsch. Die Leute sollen nicht weinen. Die sollen sich von der Brücke stürzen. Nein, auch Quatsch. Das ist aber hier, geht's darum, so gut wie nur möglich zu sein. Natürlich ist das Ziel, ein Pro zu werden. Das heißt, damit massig Kohle, ganz viel Girls und ja, ganz viel Cola zu trinken. Mal schauen, ob das soweit klappt. Also das mit der Cola kriege ich schon mal hin. Mit den Girls. Kaufen kann man die. Und mit dem Geld, ja. Kann man drucken, ne? So. Also ich bin noch nicht so stark in dem Spiel und verstehe, was ich tue. Und daher nutze ich auch diesen YouTube-Kanal einfach dazu, mit euch zu lernen, wie man einfach der beste Teamfight-Tactics-Spieler, ja, zumindest mal für Deutschland wird. Also die Creeps heizt sich hier schon mal ziemlich ein. Die haben nichts zu melden. Das Ding ist doch schon mal safe. Das ist hier ungefähr mein fünftes Spiel oder sechstes Spiel. Und ich versuche mich natürlich nebenbei auf das Reden zu konzentrieren. Aber wie so häufig, Reden und Spielen zusammen. Aber das klappt nie, ne? Was will ich den hier rein tun? Ziemlich geile Items. Also ich kann quasi einen Champion dreimal kreieren. Bin mir nicht sicher, ob ich die behalte oder jetzt so früh schon, ja, hochlevel. Also ihr seht hier oben, vielleicht auch für die, die TFT noch gar nicht kennen, also TFT ist die Abkürzung für Teamfight Tactics, seht ihr die Rundenanzahl und wo man sich gerade befindet. Das heißt, ich muss noch zweimal gegen einen Gegner hier aus der Lobby antreten, um dann wieder ins Karussell zu kommen. Im Karussell gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Items und Helden zu bekommen. Oh, den Blitzcrank, den habe ich schon mal gesehen. Kann der was? Alleine nicht, aber so sieht er doch interessant aus. Und man muss sich natürlich hier im Laufe des Spiels überlegen, welche Kombis man im Early Game, also in den ersten paar Runden, in Mid Game, so wenn schon vielleicht ein oder zwei Mitspieler ausgeschieden sind und dann später im Late Game spielen möchte. Wie ihr seht, habe ich total den Plan und bei mir läuft das auch. Aber da kommt ihr definitiv auch noch hin. Keine Sorge. So, jetzt bin ich Level 4. Das seht ihr hier vorne an der großen 4. Das bedeutet, ich kann einen zusätzlichen Helden mit reinnehmen. Muss ich mal gucken, was gut ist. Guck mal, einen Brawler habe ich hier zwei Stück von. Was macht der Brawler? Die kriegen Maximum Health dazu. Auch nicht schlecht. It's now or never. Ich kaufe einfach mal so viel es geht, ne? Schaden tut's ja nicht. Vielleicht.
habe ich den noch fertig gemacht. Und das ziemlich souverän. Ja, also wie ihr merkt, das Ziel ist, gegen die anderen Mitspieler zu gewinnen. Ihr seht hier meine Lebenspunkteanzeige. Ich befinde mich jetzt hier auf dem soliden Platz 4 mit deutlichem Abstand zu Platz 5. Das heißt, da kann ich mich vielleicht erstmal ausruhen. Und ihr werdet wahrscheinlich lachen, welche Items ich hier nehme. Also wenn ihr euch auskennt mit dem Spiel, so wie ich. Ich gehe jetzt hier erst nach dem Random-Faktor. Aber zukünftig werde ich auch mal ein Video schalten, um durch die einzelnen Items zu gehen. Welches Item vielleicht sinnvoll ist und welches nicht. Dann, ja, hilft das nicht nur euch, sondern auch mir, meinem Ziel näher zu kommen, der beste TFT-Spieler Deutschlands zu werden. So. Schon mal zwei Sourcer in der Pipeline. Boah, die hasse ich, diese Catelyn, gerade in den Anfangsleveln. Tötet die nämlich einen mit ihrem Ulti direkt, egal wie viel HP der hat, aber nicht mit mir, Catelyn. Nicht mit mir. Level ich hier hoch oder warte ich lieber noch eine Runde? Fragen über Fragen, ne? Ich glaube, ich versuche mal so eine Sorcerer-Kombo. Gib ihr hier mal Mana. Das ist immer echt ganz vorteilhaft. Weil dann kann er halt schneller zaubern, ne? Aber wie ich gerade gesehen habe, der Blitzbank oder Blitzgank, der kann gar keinen Typen zu sich ziehen. Weil er hier eingesperrt ist in diesen drei Hexagon. Und jetzt hier oben seht ihr, ne, werden wieder Creeps getötet. Und die geben mir hoffentlich gute Items. Wenn nicht, dann... Ich habe da schon so einen Beschwerdebrief vorbereitet an Riot. Aber die kennen mich schon, von daher... Sollte da jetzt hier ein paar Items geben. Seht ihr, und jetzt hatte der Blitzgang Platz, um einen Gegner ranzuziehen. Oh, das ist schon ziemlich cool. Gerade hier gegen die Creeps, die schon sehr mächtig sind. Aber aufgrund meiner echt gut durchdachten Strategie natürlich mit Leichtigkeit besiegt wurden. Jetzt habe ich schon 4 Sourcer, das heißt, jetzt geht es richtig rund. Guck ich mal, was ich mir noch hier hinzukaufen kann jetzt. Die Sache ist auch, je höher man im Level steigt, desto stärkere Monster erhält man. Aber dadurch verbaut man sich auch die Möglichkeit, eben diese 1 Goldmonster zu kaufen. Und der Typ hier hat schon
ziemlich viele Level 2 Monster und mich deswegen fertig gemacht, aber noch lacht er. Jetzt die Frage, ob ich Chrono, also meine Chrono-Tech hier aufgebe, um Star Guardians mit Sorcerer zu verbinden. Ich habe gar keine Star Guardians, das ist ein Dark Star, kein Star Guardian. Machen wir nochmal so, mal gucken, was damit passiert. Schon richtig viel, nicht? Ja, mir fehlt da so ein bisschen ein Tank. Ja. Hier mit dem. Was habe ich denn für Items? So Tränen. Ich gehe auf Magie. Das bedeutet, vielleicht ist auch einfach hier dieser Magiestab, der Magie verstärkt, ziemlich gut. So, was wollte ich machen, ne? Ich wollte hier ihn mit reinnehmen. Dann habe ich Vanguard. Dann habe ich hier diese Poppy auch mit Vanguard drin. Die verteile ich mal ein bisschen. Weißt du was? Ich gebe der Poppy jetzt hier. Achso, kann ich gar nicht, weil ich voll bin. Das war, ihr seht, meine Reaktionen sind auch on point. Wie mache ich's, Leute? Die ist kein Star Guardian mehr, aber die passt hier rein, ne? Den kann ich verkaufen. Zack, zack. Also diese Poppy habe ich schon mal gesehen, ist relativ stark. Aber das Einzige, was hier stark ist, ist anscheinend
Mundgeruch von dem Typen hier. Okay, Level 2. Dann nehme ich doch die Poppy hier auch als Level 2. Was soll der Geiz, oder? Dann habe ich hier die Zoe. Ah, komm. Dann machen wir das doch mal bei ihr. So. Guck mal, da ist auch noch eine Poppy. Die Zoe. Vanguard haben wir auch, das passt dann eigentlich ganz in Ordnung. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, wie rich bitches sind wir. Jetzt geht's ab, Jungs. Ein bisschen zu viel gelevelt. Auch nicht schlimm. Zack. Und dann kriegt die Ari hier noch. So, da ist noch eine Poppy. Habe ich doch den ersten fertig gemacht? Was will der von mir? So. Nein, da war eine Karte, die ich brauchte. Hat keiner gesehen, ne? Nicht zurückspulen. Kann ich auch nicht. So, was habe ich noch hier? Dark Star, ne? Hatte ich doch gerade. Ne, Star Guardian. Annie, komm hier, pack ich mal raus hier. Zack. Guck mal, gegen den. Das war der mit dem fiesen Mundgeruch, oder? Ja. Auch wenn nicht. Hat er trotzdem. Ah, guck mal hier. Nämlich ist der schon mal Level 2. Ah, komm, ich warte auf das nächste Karussell. Das ist in der... Das kommt jetzt gleich. Zack, zack. Das war jetzt nochmal wichtig. Ja, und man bekommt die... Also ab dreimal derselben Karte kann man diese aufwerten. Ich versuche jetzt hier noch entweder auf Darkstar oder auf ja, Sex Sorcerer zu gehen. I got lucky. You'll get me next time. Langsam hole ich auf, wie ihr seht. So, was habe ich denn hier? Träne, ein Boxhandschuh und ein Rock. Nehme ich nochmal hier diesen Zauberstab. Was wollen die dann? So, ich habe ziemlich viel auf der Bank hier sitzen.
Und wie sieht das mit meinen Sorcerern aus? Würde 4 hinbekommen, aber dann hätte ich den Vanguard nicht mehr. Machen wir mal. Seht ihr, was hier jetzt gerade passiert? Obwohl ich Level 6 bin, habe ich 7 Spieler auf dem Feld. Läuft bei mir. So, man kann hier auch quasi über dieses, ja, über dieses Schloss seine Auswahl hier unten festhalten. Der Schako ist auch ein Darkstar. So, wie mache ich das jetzt, Boys? Glaube ich, ihn hier verkaufen, ne? Zack, den hier rein tun. Und welche Sorcerer wollte ich reinnehmen? Die habe ich hier noch nicht, ne? Für ihn. Zack. Das ist doch mal was. Boah, die heilt hier. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Komm, ich level einfach mal. Was soll der Geiz? Ja, dann mache ich das hier so. Das reicht nicht bei den Pros so gesehen. Wenn die das machen, dann kann das ja nur gut sein. Habe ich denn die Annie hier schon mal irgendwo? Die habe ich gerade, glaube ich, verkauft. Die hier mal ein bisschen Magic Damage Reduction und auch rein damit. Ich hab's ja. Ich glaube, das wird nichts mehr mit der. Der Ari auch nicht. Den wirklich auch nicht. Ziemlich starkes Lineup habe ich hier. Aber ich habe auch richtig viel Gold. Vielleicht sollten wir einfach jetzt alles an Gold raushauen, was möglich ist. Zack. Zack. Darkstar wäre natürlich cool. Die Frage, komm. Ich glaube, so früh im Spiel ist das richtig schlecht, aber sagen wir mal ein paar Kombos.
sieht bis jetzt noch ganz in Ordnung aus da. Oh, die Heilung gefällt mir. Ja. Jetzt kommt seine zweite Welle. Mag ich. Ja, moin. Schon mal nicht letzter. Man muss jeden Erfolg feiern, ne? Mein sieht ganz in Ordnung aus hier, dem auf dem zweiten. Dem heizt man bis jetzt ganz gut ein. Hier. Die Ari, ne. Ja. Oh. Ja, moin. Ja, moin. Ja, hi. I got lucky. You'll get me next time. Ich bin jetzt als erstes dran zu picken. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Und heißt, das nehme ich auch. Oder? Ne, ich nehme das hier. Das verlangsamt nämlich Gegner und gibt extra Rüstung. Das heißt, kann vorne unsere dicken Tanker da gut, ja, noch tankiger machen, ne? Ist ja in der Regel ganz in Ordnung für Tanker. So, jetzt habe ich hier mal ein paar Sachen am Start. Zack, du gehst erst mal raus. So, dann habe ich einen Darkstar gekauft, ihn hier. Ist der cooler als die hier? Ja, der hört sich schon gut an. Oh, die wird wehtun. Ah. Ich glaube, das tut insgesamt ganz schön weh. Das könnte es auch für mich gewesen sein. Ja. Tja, da seht ihr Jungs und Mädels und Kinder, Hunde, Katzen. Das war mein erstes Spiel.